Vielen Dank an die Firma Ticket to the Moon, die mir das hier vorgestellte Produkt kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Hi, ich bin Saki. Ich habe euch in der Vergangenheit ja schon etliche Produkte von der Firma Ticket to the Moon vorgestellt. Mehrere Hängematten in verschiedenen Größen, Aufhängungssysteme, Moskitonetz und so weiter und so weiter. Aber ein Produkt ist mir aufgefallen, das ich auch regelmäßig im Gebrauch habe, habe ich euch noch gar nicht vorgestellt. Und das möchte ich heute machen. Und zwar gibt es von Ticket to the Moon auch ein Hängematten-Tarp. Es nennt sich einfach Hammock-Tarp oder unter Fans wird es auch das Moon-Tarp genannt. Ja, und das Moon-Tarp kommt natürlich auch, wie fast alles andere dieses Herstellers, auch in einer dieser halbmondförmigen Taschen, wodurch man sofort weiß, ah, das ist was von Ticket to the Moon. Das Gesamtgewicht beträgt 660 Gramm für die Tasche, das Tarp und hier ist auch schon alles drin, was man für den Aufbau benötigt, nämlich vorkonfektionierte Abspannleinen und auch Aluminiumheringe. Das Tarp besteht aus 210T Ripstop Nylon, das mit PU beschichtet wurde und so natürlich optimalen Schutz vor dem Regen bietet. Aber solch ein Tarp ist nicht nur Regenschutz, sondern natürlich auch Schutz vor zu starker Sonneneinstrahlung. Durch das Ripstop Material bietet es eine gute Robustheit für unsere Outdoor-Hobbys. Wie gesagt, ist es fix und fertig und muss nur noch aufgehangen werden. Und beim Ticket to the Moon Hammock Tarp handelt es sich um ein quadratisches Tarp, das über zwei Ecken hier oben gespannt wird. Und das mache ich jetzt mal. So kann man dann auch die maximale Länge des Tarps nutzen und jetzt noch die Seiten abspannen. Dafür sind diese zwei Aluminiumheringe im Set enthalten. Zum Spannen benutze ich die bereits angebrachten Prusik-Schlingen. Mit ihnen lässt sich auch sehr einfach die gewünschte Spannung einstellen. Oben am Tarp fungieren sie dann einfach als zusätzliche Abtropflein. Und schon fertig. Ein Tarp, das also ausgesprochen schnell aufgebaut werden kann, da man eben nur zwei Abspannpunkte hat und das gefällt mir sehr, sehr gut an ihm. Die Maße von Ecke zu Ecke betragen jeweils 350 cm. An den Ecken ist jeweils eine solche Schnellspanneinrichtung angenäht. Ist das Tarp durch starken Wind oder ähnliches also mal etwas zu labbrig geworden, kann man es hier schnell wieder spannen, ohne unter dem Tarp hervorkommen zu müssen. Mit ein wenig Fantasie und etwas Paracord sind hier auch schnell ganz andere Aufbauarten denkbar. Wenn man sich hier mal die Seiten des Tarps anschaut, dann findet man hier jeweils mittig nochmal einen Abspannpunkt, nämlich eine Lochöse, verstärkt angebracht. Ich habe also vier weitere Abspannpunkte und daher ist dieses Tarp nicht nur für Hängematten geeignet, sondern man kann damit auch mal ein Lager am Boden abdecken zum Beispiel. Das Ticket to the Moon Hammock Tarp findest du in vielen Outdoor-Geschäften und entsprechenden Online-Shops. Macht's gut! Vielen Dank an die Firma Ticket to the Moon, die mir das hier vorgestellte Produkt kostenlos zur Verfügung gestellt hat.